Route zum Zielort. Alles klar. Hallo. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Euro Truck Simulator 2. Ja, ich habe den Anfang gerade ein bisschen verpennt, weil ich gerade nicht gedacht hatte, dass wir schon nächsten Auftrag bei der gleichen Firma annehmen. Ich dachte gerade, wir fahren jetzt erstmal zur Ladestelle, aber das ist schon das Ziel. Und dem her, ja, gut, kann mal passieren. Boah. Fahren wir nach München. Fahren wir nach München. München fahren wir. Kurve hier ist auch ziemlich kurvenreich. Die Strecke. Kurve ist auch kurvenreich. Ja, geil. Läuft bei mir, Leute. Die Strecke ist auch ziemlich kurvenreich, meine ich natürlich. Aber ich habe immer noch Lenkrad. Muss ich wahrscheinlich noch einen Ticken umstellen. Genau, sind wir wieder in Salzburg. Müssen wir hier gleich wieder rechts fahren. Und sogar eine grüne Ampel. Boah. Ui. Ah. So ein Schluri, Alter. Why? Müssen wir denken, wir haben ein Auto vor uns hier. Ja, auch zu schön gewesen, wenn das jetzt reibungslos läuft. Ah. Komm jetzt da. Zu. Ganz schön frech hier. Seh doch, dass ich einen LKW habe. Nicht nur ein popliges Auto, meine Fresse, ey. So, jetzt fahren wir mal hier rauf. Dann müssen wir schon wieder rüber. Genau. Gar nicht so viel Gas geben. Eigentlich ja schon, aber ist wieder 40. In der Kurve aufwärts. Ich verstehe es nicht. Warum? Erklärt's mir bitte. In der Kurve aufwärts. Ich verstehe es nicht, Leute. Warum? In der Kurve aufwärts. Tell me why. I don't understand. So, wir haben Reisegeschwindigkeit erreicht. Da kommt man nach Deutschland. Mein Holborn. So, Grüß die Pferde. Servus, Gott auf Wiederschauen.
Das ist ja mal in Deutschland. Tanken mit jeder, haben wir noch voll. Fahren wir nach München. Nach München, nach München. 2 Stunden fahren wir noch. Nach München, nach München. Da schauen wir mal. Ja, genau. Hier vor uns, der gibt auch hoffentlich gut Gas, nicht dass wir wegen dem wieder bremsen müssen. Eventuell muss ich da echt mal Einstellungen noch ein bisschen korrigieren mit dem Lenkrad. Wir müssen weiter geradeaus. Und heute Abend 20 Uhr da. Heute Abend 20 Uhr und dann müssen wir hoffen, dass wir von München eine Ladung nach Stuttgart kriegen. Das wäre Optimalfall. Da vorne müssen wir rüber. Genau, wir wollen nicht nach Innsbruck und Verona, wir wollen nach München und Nürnberg. Beziehungsweise wir wollen nach Stuttgart. Irgendwann. Mal wieder. Wäre schön, wenn wir irgendwann mal wieder heimkommen. Aber wir haben jetzt ein Budget von 60.000. Ordentlich. Wir fahren ja hier anständig. Ich kann mir hier auch gerade wieder die Spur wechseln, wenn frei ist. Genau. Und denke ich hoffe, dass wir von München eine Ladung nach Stuttgart kriegen. Ansonsten wäre das ein bisschen tricky, aber ja. Wenn wir in Stuttgart sind, können wir endlich gucken, was wir mit der Garage machen. Weil wenn es so weitergeht, bis wir in Stuttgart sind, haben wir vielleicht noch 10.000, 15.000 Euro mehr. Sieht die Sache vielleicht auch anders aus, aber es ist halt alles so eine Sache. Dem her. Nein, wir haben jetzt schon mal 60.000. Ist nicht schlecht. Ich kann nicht behaupten. Aber 60.000 sind halt nichts, wenn du bedenkst, dass ein LKW das Doppelte kostet. Nur der LKW. Ein Fahrer kostet auch nochmal Kohle. Das ist halt alles. Müssen wir schon wieder nach links, oder wie? Mal gucken hier aus Navi. Sagt nichts von ab. Nichts von Spurwechsel. Hier so weiter geradeaus. Genau. Nach Prag geht's rechts weg. Wollen wir ja nicht. Wir wollen da genau nach München und dann nach Stuttgart. Das sagt das Schild schon genau richtig. Dann ob wir dann nach Nürnberg fahren, das ist eine andere Frage, aber. Nach München und dann nach Stuttgart, das ist unser Ziel. So, über eine Stunde genau noch. Heute eine Stunde noch bis München. Das ist doch geil. Freie Bahn mit Marzipan, noch kein Stau und nix. Dann müssen wir glaube ich mal Spur wechseln. Ja, müssen wir hier einmal rüber. Was macht der? Der fährt Schlangenlinien hier. Also echt. Jetzt überholt er mich, dann fährt er rechts, dann fährt er links, dann fährt er ganz links. Also, Herr Kommissar, wo sind Sie denn? Boah, das war aber Nubbel, du. Das war aber Nubbel. Schon wieder 40, Alter. 40 in der Kurve aufwärts. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum? 40 in der Kurve aufwärts. Der LKWs. Allgemein. Das ist doch. Ich verstehe es nicht. Warum?
40 in der Kurve aufwärts. Wir müssen nach München und dann nach Stuttgart. Das heißt, wir sind jetzt da rechts. Schon wieder. Da 40 in der Kurve abwärts. Kurve abwärts ist das ja nochmal was, aber der Kurve aufwärts komme sehe ich schon wieder Blaulicht. Ui. Jetzt habe ich wieder 80. Ja. Da hat es auch wieder gescheppert. Schlimm, schlimm, den Autofahrer heutzutage. So, jetzt sind wir in München. München, herzlich willkommen. Wir sind in München, Leute. Noch 8 Minuten 5 Kilometer haben wir vor uns. So, müssen wir dann gucken. Wo müssen wir hin? Hier in München. Erster Aufenthalt in München. Haben wir hier auf der linken Seite, sie haben Arbeitsagentur entdeckt. Okay. So. Wir müssen jetzt nochmal geradeaus und dann müssen wir rechts. Genau. Geradeaus und dann müssen wir rechts. Wir haben eine Arbeitsagentur in München entdeckt, Leute. Arbeitsagentur in München entdeckt. Der zieht aber auch ganz schön durch hier. Für seinen Tanklaster. Mit Rot. Ah. Tell me why it's always rot. Am Rot. Mal grün. Biegen wir mal ab hier. Müssen wir hier. Dann müssen wir geradeaus noch ein Stück. Hier links. Holper, holper, tolper. Komm. So, wo möchte sie den haben? Da vorne. Jetzt. Hat er meine Steuerung rumgespuckt? Schön rein. Danach so.
Ja, als ob, dass sie mir nicht bieten hier. Ah, bitte schön. 201 Kilometer, 4 Stunden, 6. 5.157 Euro. Ach, Nürnberg. Ich möchte aber gerne nach Dings. Dings. Ich würde gerne nach Stuttgart Ladles. München, die Idee. Ja, auf jeden Fall, das war es jetzt mal für die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, zeigt es so mit dem Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.